Großdemonstration in Düsseldorf. Tausende Menschen gehen gegen das geplante neue Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen auf die Straße. Laut Polizei nehmen mehr als 9000 Menschen an der Kundgebung teil. In dem Bündnis Nein zum neuen Polizeigesetz NRW haben sich unter anderem Oppositionsparteien, Gewerkschaften und Fußballfans zusammengeschlossen. Durch das umstrittene Gesetzesvorhaben soll die Polizei im einwohnerstärksten Bundesland mehr Befugnisse bei der Bekämpfung und Abwehr von Verbrechen erhalten. Die Polizei müsse künftig nicht einmal mehr nachweisen, dass konkret geplante Straftaten vorlägen, kritisiert das Bündnis. Mit den neu eingeführten Rechtsbegriffen der drohenden Gefahr und drohenden terroristischen Gefahr könne bereits auf Grundlage von Vermutungen gegen Menschen vorgegangen werden.